Willkommen zurück, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, wir haben jetzt die Mission mit den komischen Rinds abgegeben. Er hat gesagt, ja, die lieben sich und jetzt wissen wir, wie sie regulieren. Hier habe ich die Mission vom Modifikationsding angenommen. Das ist einfach das, was wir hier machen können. Einfach aufmachen, zack. Das wird hier nochmal in einem Interface gezeigt. Ich habe mir noch mein antikes Goro-Lichtschwert rübergezogen. Ja, und diesen wunderschönen konturblauen Lichtschwertkristall. Ja, und ich habe auch diese Modifikationsdings gemacht, dann haben wir das Ding abgegeben und habe das Lichtschwert jetzt voll. Pegasus wird auch bald eine schöne Rüstung kriegen, ich muss nur gucken, wie und wann. Problem ist halt die Rüstung hier und das Zeug habe ich halt alles mit der Zeit, auch das Lichtschwert mit der Zeit, und er spielt halt noch nicht allzu lange und da sammelt sich halt auch nicht viel an, ne? Jo. So, du musst wahrscheinlich mit dem Jorata Jedi reden, oder? Ja, ich muss aber auch, nee, ich muss zum, ja, Jorata Jedi. Ja, ich auch, also können wir uns ja wieder nicht zuhören, das heißt, jeder macht seine Jorata Jedi Geschichte. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung, aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern. Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Tython an, doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ich verspreche, die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Ich habe heute schon eine dunkle Präsenz besiegt. Dann gehen auch zwei. Die Dunkelheit nimmt uns die Sicht auf Bedrohungen, die viel näher liegen. Ich rate zu großer Vorsicht. Etwas Bösartiges arbeitet im Schatten der Hauptwelt. Wir müssen es finden. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets. Ist sie fertig? Ach ne. Gleich. Ja, wasch.
Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Wir können jederzeit zusammen üben. Ach Gott, ach Gott. Okay. Alter, hagelt es draußen? Ja. Und es knallt direkt auf mein Dachfenster, ist bestimmt schön. Ach. So. Lass mal mein Fenster zumachen, sonst habe ich hier drin Crash-Eis. Die alte ist bei mir einfach umgefallen. Ja, die ist krank. Die ist sehr schwer krank. Bist du fertig jetzt? Nimm eine Fähre zur Republikanischen Flotte. Ja, warte auf mich. Nicht weg. Bleib stehen. Bleibst du stehen? So, komm mal her. Aber ich höre nicht, dass es bei dir irgendwas hagelt im... Oh, Scheiße! Es kam aus nix. Gerade noch gedonnert und jetzt hagelt's. Stehst du hier mit deinen Kaisen ineinander? Kann das sein? Warte, es leckt gerade. Achso. Lol. Lädt jetzt gerade bei mir. Ah, du bist rausgeflogen. Ah. Das hört aber, das ist ein endloser Ladescreen. Das ist das Problem. Der hört nie auf, du musst das Spiel neu starten. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt. Willkommen zurück. Keine alte Reden, deswegen habe ich einfach angefangen. Ich habe gerade noch was Kleines hergeholt. Ey, guck mal hier, der. Hier. Der Gefangene hier, der sieht aus wie mein Wales. Früher. Oder? Da noch was holen. Ich hab da mal was vorbereitet noch. bis ein Fernsehkoch, ich hab da mal was vorbereitet. Gut, wir können. Was hast du jetzt gemacht? Das siehst du dann. Meine Zuschauer haben es gesehen, du siehst auch gleich. Eine republikanische Flotte übrigens. Bereit? Ja, ich bin schon. Dann geht's los. Wir verlassen Typhon. Typhon? Ihr wisst schon, was gemeint ist. Ja, das war die letzte richtige Folge jetzt. Dann kommen, glaube ich, 2 bis 3 Folgen SLS. Was für ein Ding? Das ist der erste Flashpoint, den machen wir zusammen. Ach so. Zusammen. Ah. Machen wir zusammen. Den machen wir, wenn wir zusammen sind. Ja, den machen wir heute vielleicht sogar noch, nehmen wir heute noch auf. Ja. Es wird wieder leichter mit Ringen. Oh, für wen ist das? Kaisens Jagdausrüstung. Warte, der ist grün, der passt weiß am besten. Ja, und was ich gerade gemacht habe, ist das. Was? Och man. Ich habe mir für 40.000 die Gleiternavigation gekauft. Ach so. Also es ist schon sau teuer eigentlich, wenn man denkt, dass man mit Level 15 das eh kriegt umsonst, aber... Ah ja. War ja nicht mein Geld, war ja Xessens Geld, 2 Flashpoints, das habe ich wieder da. Achso, ich wollte... Dings wollte ich noch anziehen, ja. Also will ich ja mein... Also ich hätte niemals, ich muss ganz ehrlich sagen, denk nicht, dass ich jetzt so verschwenderisch bin. Ich würde niemals eine Kleidernavigation so früh kaufen, ich würde niemals diese Rüstung anziehen so früh. Ich möchte das nur, damit ihr ein schönes Let's Play bekommt. Und Pegas auch. Aber für den habe ich im Moment keine Rüstung, deswegen, ich hätte ihm ja welche zugeschickt, aber... Es ist einfach keine passende gedroppt und wenn eine droppt, dann, gedroppt aus dem Paket. Warte mal, du mit deinem Wälzer spielst du doch einen Botschafter, also ein Ziff. Ja, da brauchst du doch auch leichte Rüstung. Ja, das Problem ist, es geht ja um Adaptivrüstungen, die besonders cool aussehen. Und sowas gibt's halt nicht immer. Ich habe auch eine coole für Level 19, aber naja. Schau, du musst jetzt wahrscheinlich mit diesem Keldor hier reden, Meister Ostergall. Ich muss nicht, ich kann. Und ich muss mit dem reden. Meister Ork. Ach, das ist der. Oh, jetzt habe ich übersprungen, Scheiße. Er sagt, ihr wärt der talentierteste Padawan, den er jemals ausgebildet hätte. Die Macht fließt durch euch. Sie verleiht euch Stärke. Ihr habt das Potenzial, ein großer Kämpfer unseres Ordens zu werden.
Aber zuerst müsst ihr lernen, eure Fähigkeiten zu konzentrieren. Ihr müsst euch entscheiden, welchen Weg ihr beschreiten wollt. Ich bin kein Padawan mehr. Ich habe meine Ausbildung auf Tython beendet. Wissen kennt keine Grenzen. Wir müssen von der Geburt bis zu dem Moment lernen, in dem wir eins mit der Macht werden. Mhm. Die Jedi sind die Beschützer der Republik. In dieser Rolle müssen wir eine bittere Wahrheit akzeptieren. Um den Frieden zu wahren, müssen wir häufig Krieger sein. Einige Krieger werden zu Geißeln der Gewalt, lebende Waffen, die dem Licht dienen. Andere werden zu unerschütterlichen Verteidigern, Hüter, die andere beschützen. Mich in eine lebende Waffe zu verwandeln, klingt nach dem richtigen Weg. Wo bist du? Moment. Schnell und hart zuzuschlagen ist eine Möglichkeit, um unsere Feinde zu besiegen. Manchmal ist unerschütterlicher Widerstand vorteilhafter. Denkt gut über eure Entscheidung nach, denn sie wird euer Schicksal bestimmen. Ja, mein Schicksal ist ja schon besiegelt. Also du musst jetzt hier die Gelehrte nehmen, Leute, Info, ne? Also, haben wir ja vorgesehen. Du musst hier rechts, wo ich bin. Ja, warte, ich will bloß hier noch an die Post, ich hab Post. Achso. Ah, da. Meins. Da. Chobet I kaufst du an, Dile Jihulo Kutta. Patoga Wata Kiko Uba Kiri Wata Buki Donko. Buka Kampak Nijit Tonka Yiliska Chanaga. Okay. Und ich muss natürlich Tank, genau. Also Jedi Hüter. Okay, ich habe jetzt hier meinen geilen Kleider. Ja, kannst du aber leider noch nicht benutzen. So, bist du. Ja, das stimmt. Warte, ich muss jetzt. Ah, darin, da, okay. So, jetzt wird alles ein bisschen neben uns verlaufen. Also, Pegasus, ich bleib mal hier. Wo ich bin, musst du hin. Also jetzt wird alles ein bisschen nebenher verlaufen. Ich muss mich mit T7 noch unterhalten. Er mit Kaisen wahrscheinlich dann, nachdem er das angenommen hat. Jeder muss mal sein Zeug machen, seine Handwerksfähigkeiten ausstudieren. Ja, aber ich weiß noch nicht, welche ich nehme. Ich werde wahrscheinlich Kunstfertigung nehmen oder so. Macht mal Lichtschwertfarben. Oder doch was anderes. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Cool. Also, Jedi Gelehrte. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Und dann den ersten Baum. Einfach Bunde irgendwo reinstecken. Der erste von den dreien. Müsste Heilung in Klammern stehen. Oder? Ja. Ja, Alter. Also, du kannst von mir jetzt auch Schaden machen. Ich meine, Heilung werden wir jetzt nicht so schnell brauchen, aber ich finde Heilung eigentlich nicht schlecht. Ich bin bis jetzt auch relativ gut durchgekommen mit Heilung. Bei meinem anderen. Du stirbst also so gut, du stirbst so gut wie nie. So, jetzt kann ich noch meine neuen Fähigkeiten erlernen. Ja, und dann gehen wir mal in die Abteilung Festungen und Crew-Fähigkeiten. Da müssen wir wieder links nach, also hier wo ich bin. Jetzt hat es aufgehört zu regnen.
Ja. Nein! Alter, das hat so sehr geleckt. Respawn einfach, ja, hier drüben. Ich bin da einfach. Ja, ist mal schön. Schön der Ladescreen. Achso. Star Wars Deal. Ah, okay. Genau hier. Du kannst auch da vorne bei der Abbiegung rechts rein und dann links. Also jetzt hier rechts. Ja, und dann links. Unten. Mhm. So, jetzt muss ich nur gucken, wie man was kombiniert. Jetzt habe ich die Seite nicht. Ach, ich kann auf dem Handy mal gucken. Ja, warte, welche Seite ist denn das? Weißt du das? Gib einfach sinnvolle Kombination Crew-Fähigkeiten ein, wenn Google da kommt. Die erste Seite müsste das sein. So, das sind die Crew-Fähigkeiten. So. Ich laufe so lange zu dir. Warte, ich nehme einfach die Google-Spracheingabe. Warte, ich hab's noch drin. Nein, ich nehme die Google-Spracheingabe. Okay, warte. Google. Ach, ich weiß, was ich mache. Das habe ich noch nie gemacht. Genau. Sinnvolle Crew-Fähigkeiten. Da war's die Old Republic. Sinnvolle Crew-Fähigkeiten. Okay, hat er. Ah, okay. Hat er. Bist du auch auf StarWars.gamona? Ja. Okay. Ja, da. Okay. Das habe ich noch nie gemacht, das mache ich jetzt einfach mal. Klicke ruhig alle an und renier, bin ich das gleich das Erstbeste. Aber bei allen kriegst du dann Erfahrung, wenn du die anklickst. Das ist immer praktisch, da kannst du sau gut leveln eigentlich. Wenn du alle Ausbilder anklickst, die es gibt. So, ich habe mich jetzt für Bioanalyse entschieden. Okay. Da kann ich Medipacks und so für uns beide herstellen. Ich würde mich gern für Sinnfertigung entscheiden. Ja, da kannst du dir Rüstungen bauen, die sind relativ. Was hast du für Rüstung? Schwere. Aber es ist egal, du kannst da alle herstellen, nur halt für Machtanwender. Ach so. So war das. Doch, ich kann für dich auch welche an. Bioanalyse. Machen. Ja, kannst du beide, ja. Könnte ich. Ja. Archäologie und Unterwelthandel. Okay. Okay, dann brauchen wir Bioanalyse dazu und Diplomatie. Gut, hab alles. Ja, ich muss erstmal alle anklicken. Gut. Hallo, Dicker. Hey. Ich meine doch nicht dich, ich meine die ganzen Leute, die hier dort stehen. Ich bin auch nicht dick. Wie lange geht die Folge noch? Ecken. 2 Minuten. Ich habe gute Zulieferer. Ecken. Ich verkaufe nur die besten Waren. Unterwelthandel trainieren. So. Schatzsuche. Ermittlung. Archäologie war es, glaube ich, noch. Archäologie und Unterwelthandel. Dort. Ja. Archäologie. So. Jetzt eins noch weiter dahin. Nimmst du mal die Festungseinladung dann an, wenn du fertig bist? Ja. Erst wenn du fertig bist. Ja. Hast du jetzt alle drei Sachen schon angenommen? Nein, ich nehme gerade alle an. Nein, ich meine alle drei, die du wirklich machen willst, meine ich. Nein, ich suche gerade Bio, nee, nicht Biochemie. Wo ist denn Synfertigung? Da, die erste. Trainieren, so. Und jetzt nochmal mit der reden, Hast du da keine Mission gehabt? Doch, okay, warte, was slacked. Achso. Ah, okay, jetzt kann ich im Prinzip alles lernen schon, ne? Ja, nicht alles. Ja, es kostet nur, ja, das eine kostet 10.000, aber der Rest kostet nur 30. Beim anderen passt auch erst das Level 400, der Fertigkeit. So, du hast die Einladung ja bekommen, ne? Ja, warte, da muss ich erst hoch. Wo ist sie denn? Ah, wie heißt du nochmal? Hoanir, ne? Ja, sie ist nämlich weg. Hat dir jetzt einen Bronzenschlüssel gegeben. So. Dann würde ich sagen, beenden wir unsere Folge in meiner Festung. Welche ist denn das eigentlich? Rakdos Festung auf Coruscant halt. Ah, okay. Dann können wir nämlich direkt das nächste Mal nach Coruscant verlassen. Das war der Sinn. Und Anflug. Sequenz.
relativ cool, die Festung in Coruscant. Habe aber noch nicht so viel freigeschaltet, ich habe mich eher auf Car City konzentriert. Lol, bei mir gab's keine Anflugsequenz. Weil es nicht deine ist. So. Achso, die Anflugsequenz. Ah cool, hier kann ich mit meinem Dings reden. Warte. Das mache ich jetzt auch noch. Wir sind ein gutes Team, T7. Ich habe das Gefühl, dass uns harte Zeiten bevorstehen. Freut mich, dass du für die Herausforderung bereit bist. Ja, nichts Besonderes. Okay. Ist jetzt nur hier dieser Eingangsbereich ein bisschen ausgeschmückt. Dann war's das schon. Das war alles. Hier drei Betten. Fertig. Mehr habe ich hier noch nie gemacht. Aber das will ich ja alles im Let's Play machen. Ja. Deswegen habe ich ja die. Was, das willst du. Das einrichten willst du werden, das Let's Plays machen? Ja, bis Level 50 ist eine lange Zeit, mein Freund. Ja, aber das dauert doch ewig. Da ist doch, sind noch ein paar Folgen bloß zum Einrichten. Ha, man kann doch immer mal so zwischendrin mal so. Zwischen Planeten mal eine Folge, so was machen. Ach so. Vielleicht auch mal ohne dich, weil du kannst ja nichts mitmachen. Du machst bei dir mal eine Einrichtung, dass du mal dein eigenes Apartment einrichtest. Na? Mhm. Gut, und dann würde ich sagen. Na, guck mal, wie ich hier bugge, guck mal. Siehst du das? Bei mir stehst du auf der Lampe. Ich glitsch voll rum. LOL! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein. Ja, dann würde ich sagen. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wir sehen uns dann. Irgendwann mal wieder. Jo. Schöner Ausblick von hier, übrigens. Ich komm da nicht rein. Also dann. Oder bist du oben? Ich bin oben. Unten ist noch nicht freigeschaltet. Ich habe hier nur die wichtigsten Räume freigeschaltet. Den Hauptraum oben und unten den Eingangsbereich. Es kommt alles noch mit Laufe, mit Kartellmünzen und Credits und Zeug. Das mache ich alles ganz schön ruhig im Let's Play. Wir brauchen eh über ein Jahr dafür. Fürs ganze Let's Play. Kann man hier rausspringen? Nee. Nee, das ist Glas. Aber das ist ich finde es hier schöner, weil du siehst wenigstens was von draußen, nicht wie bei Drum und Cars. Ja, da regnet's nur. Ja, bei Drum und Cars siehst du auch nichts außen rum. Da siehst du auf dem Boden Straßen, das ist voll unrealistisch. Hier siehst du wenigstens so Kräne, so Riesenhäuser und so typisch. Hier gibt es ja auch keine Straßen. An der Seite fliegen die Raumschiffe vorbei, die Speeder vorbei, das ist voll authentisch, also ich finde es cool hier. Das Apartment persönlich ist cooler als das auf Drum und Cars. Aber ist jetzt egal. Ich hoffe, euch hat es mir wieder gefallen. Und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ciao. Ciao.